Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf dem Recover It YouTube-Kanal. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie wir den Schreibschutz von USB-Sticks oder anderen USB-Laufwerken entfernen können. Ich hoffe, ihr liebt unseren Content genauso sehr wie wir. Wenn das der Fall ist, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und so bleibt ihr auch in Zukunft über alle neuen Videos von uns informiert. Ich kann mir vorstellen, viele User wissen gar nicht, was ein Schreibschutz genau macht. Ein Schreibschutz kann sehr praktisch sein, denn mit einem Schreibschutz schütze ich meine Daten davor, dass sie überschrieben werden oder geändert werden. Ich kann diesen Mechanismus also setzen und der kann super praktisch sein, er kann aber auch sehr ärgerlich sein, wenn ich Daten tatsächlich ändern will oder neue hinzufügen möchte. Dann geht das nicht und ich erhalte diverse Fehlermeldungen beim Schreiben von Daten oder beim Speichern von Daten auf diesem Laufwerk. Ein Schreibschutz, der kann tatsächlich virtuell sein, also softwareseitig umgesetzt sein, oder kann physisch sein, zum Beispiel durch so einen kleinen Schalter, den ich hier am Rand einer Speicherkarte finde, wo ich dann sagen kann, jetzt darf drauf geschrieben werden und jetzt darf nur noch von gelesen werden. Der erste Step, um den Schreibschutz zu entfernen, der ist tatsächlich ziemlich einfach. Dafür muss ich nur an der SD-Karte oder auch an meinem USB-Stick einen kleinen Schalter suchen. Meistens gibt es da Symbole, zum Beispiel mit einem Schloss oder mit einem Schlüssel. Und dann kann ich durch Schieben dieses Reglers die Karte oder den USB-Stick eben in den Schreibschutzmodus oder in den normalen Schreib- und Lesemodus setzen. Wenn wir das getan haben, setzen wir den Speicher in den Rechner ein und prüfen, ob wir nun darauf schreiben können. Wenn euer USB-Stick zum Beispiel keinen solchen Schalter hat, dann weiter, auf geht's zu Step 2. Hat das noch nicht funktioniert, können wir den Schreibschutz auch per Software zurücknehmen. Dazu gehen wir auf unserem Windows-Rechner in den Explorer, suchen das jeweilige Laufwerk raus, klicken mit der rechten Maustaste da drauf und wählen die Eigenschaften. Im Bereich Sicherheit haben wir die Möglichkeit, die Einstellungen für einzelne User zu verändern. Hier prüfen wir, dass sowohl das Lesen als auch das Schreiben, Read und Write bei englischen Systemen, erlaubt sind. Sollte auch das noch nicht funktioniert haben und ihr könnt immer noch keine Daten schreiben, weiter zum dritten Schritt. Im dritten Step verwenden wir nun das sogenannte Diskpart Utility. Das ist ein Programm, das wir über die Kommandozeile aufrufen. Und mit diesem Diskpart Utility können wir in der Regel interne oder externe Laufwerke und Festplatten bearbeiten und dort den Schreibschutz entfernen. Das funktioniert aber genauso gut bei USB-Sticks oder SD-Speicherkarten. Schauen wir es uns an. Zunächst einmal öffnen wir eine Kommandozeile als Administrator. Dazu geben wir in der Windows-Suche CMD ein und klicken auf das Suchergebnis. In der Eingabeaufforderung geben wir nun Diskpart ein und drücken Enter. Nun geben wir den Befehl List Leerzeichen Disk ein und drücken erneut Enter. Hier sehen wir nun unsere Laufwerke. Anhand der Größe können wir erkennen, bei welchen dieser Laufwerke es sich um unseren USB-Stick oder SD-Karte handelt. Wir merken uns die angezeigte Nummer in der ersten Spalte. Wir geben nun Select Leerzeichen Disk und die entsprechende Nummer an und drücken erneut Enter. Achtung, hier kann eure Nummer von meiner Nummer abweichen. Jetzt, wo wir das Laufwerk ausgewählt haben, können wir Folgendes eingeben. Attributes, Leerzeichen, Disk, Leerzeichen, Clear, Leerzeichen, Read Only. Nun drücken wir wieder Enter. Der Prozess entfernt nun den Schreibschutz. Um sicher zu gehen, sollten wir den PC einmal komplett neu starten und prüfen, ob wir jetzt wie gewohnt auf das Gerät zugreifen können und auch neue Daten schreiben können. Sehr wahrscheinlich hat das geholfen. Wenn nicht, keine Panik, es gibt einen vierten Step. Und zwar benutzen wir dafür die sogenannte Registry, also den Registrierungseditor unseres Windows-PCs. Und das gucken wir uns jetzt an. Zunächst verbinden wir das Gerät wieder mit unserem PC. In der Windows-Suche geben wir RecEdit ein und klicken auf das Suchergebnis. Es startet nun der Registrierungseditor. Jetzt müssen wir uns ein bisschen durch den Baum der Registrierungseinträge klicken. Und zwar über H-Key, Local Machine, System, Current Control Set, Control, Storage Device Policies. Im rechten Teil des Fensters doppelklicken wir auf den Eintrag Write Protect. Im Wertefeld ändern wir nun den Eintrag 1 zum Eintrag 0 und drücken auf OK. Wir starten den Rechner nun erneut
und probieren nach dem Neustart aus, ob wir nun schreibend auf unser USB-Gerät zugreifen können. Das waren unsere 4 Steps und ich hoffe, ihr könnt nun auch wieder neue Dateien hinzufügen und bestehende Dateien bearbeiten. Solltet ihr jemals Datenverlust erleiden, zum Beispiel auf einer SD-Karte, weil ihr was aus Versehen gelöscht habt, oder auf einem USB-Stick, weil der nicht mehr erkannt wird, oder auf eurer Festplatte sind irgendwelche Daten verloren gegangen, dann denkt dran, Recoverit ist ein tolles Programm, was euch dabei helfen kann, auch schon verloren geglaubte Dateien, die lange aus dem Papierkorb gelöscht sind oder verloren gegangen sind, durch Fehlbedienung wiederherzustellen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und das konnte euch helfen. Wir werden euch hier in Zukunft weiter mit praktischen Tipps und praktischen Tutorials versorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, ladet euch herzlich ein, lasst doch einen Daumen hoch da, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns wissen, welche Themen euch in Zukunft interessieren. Bis dahin freue ich mich auf euch im nächsten Video.